Elfriede Scheifele! Jesus Maria! Jesus Gott! Herr Gutwein! Herr Gutwein! Ach, es ist so schön, Sie wieder zu sehen. Oh, Sie sehen komisch aus mit der neuen Brille. Ich hab doch gar keine neue Brille. Aber ich hab mit der sehe ich jeden Dreck. Ich habe hinter der Kulisse alles sauber gemacht. Jetzt habe ich aber euer Problem. Ich habe so moderne Technik. Und mein Saugroboter hat sich selbstständig gemacht. Der ist irgendwo im Saal. Jesus Gott. Ich hoffe, es ist der Saugroboter, nicht der Mähroboter. Ich bring die immer durcheinander. Kürzlich habe ich den Mähroboter im Wohnzimmer auf dem Flocati gestellt. Jetzt hat der einen Neckischschnitt. Es ist, Jesus Gott, das ist dieses neumodische Klump. Wo keiner braucht, das habe ich mir auch aufschwätzen lassen. Dieses neumodische Klump braucht keiner. Genauso wie Navigationssysteme, das braucht kein Mensch. Wenn du nicht weißt, wonach es geht, frag nach dem Weg. Die Antwort kommt auf Deutsch. Du solltest sie verstehen. Mit dir schwätze ich. Ich hab... So sieht's aus. Oh mein Gott. Es ist... Jetzt sind sie gerade verschrocken, gell? Das ist extrem gut durchblutet, das kann ich dir sagen. Es liegt an dir. Jetzt schwätze ich schon mit Kerl über Navigationssysteme. Ihr Viecher aus dem Schnäpperles-Club, ihr verfahrt euch ja lieber fünfmal, bevor ihr einmal nach dem Weg fragt. So sieht's aus. Mich macht das total nervös. Und dann muss ich immer zum Doktor. Und dann muss ich so, es war vor einem halben Jahr, da war ich das letzte Mal beim Doktor, weil ich total nervös war. Und dann wollte er mich gar nicht untersuchen. Hat zu mir gesagt, Fräulein Schäufele, ich muss Sie nicht untersuchen. Ich weiß, was Ihnen fehlt. Ich hab gesagt, natürlich müssen Sie mich untersuchen. Sonst habe ich mich ganz umsonst gewaschen. Und dann sagt er, ja, es ist doch so. Und dann sagt er zu mir, nein, ja, man ist ja vorbereitet. Und dann habe ich, ja. Ich hab's erlebt. Und dann kam der Arzt und sagt, Sie sind nur im Stress, ich muss Sie in Kur schicken. Aber ich dachte, das hört sich ganz gut an, wo kann ich denn hin? Und dann sagt er zu mir, für Sie gibt's drei Ortschaften, die für Sie passen. Einmal ist das Reit im Winkel und dann Saug am Zipfel und dann Bad Bläschen an der Lippe. Und dann habe ich gedacht, der Doktor, die erste, zweite hören sich gar nicht katholisch an. Das machst du nicht. Ich möchte noch Bad Bläschen an der Lippe. Und das hat er dann alles organisiert. Und dann habe ich gedacht, vier Schimm hin und es soll ja nicht viel kosten. Und damals gab es ja noch dieses 9-Euro-Ticket. Ja, das war super. 12-mal umsteige, 17 Stunden später bist du schon da. Und dann habe ich aber gedacht, ja, Dann habe ich aber gedacht, ich bin eine Schwäbin, 9 Euro ist auch Geld. Muss gucken, vielleicht kann ich noch mehr sparen. Dann habe ich meine Busenfreundin Elvira gefragt und habe gesagt, gibt's noch eine Möglichkeit, wie ich noch mehr sparen kann als die 9 Euro? Sagt sie, ja, indem du das Ticket nicht kaufst. Und dann sagt sie zu mir, lauf im Bus hinterher, dann sparst du pro Tarifzone 2,70 Euro. Dann habe ich gesagt, was bist du für eine blöde Wachtel? Dann laufe ich im Taxi hinterher, spare ich 11,90 Euro. Also wenn... Dann machen wir es richtig. Oh mein Gott. Jetzt war es aber so. Ich hab. Wirklich. Und dann. Dann habe ich gedacht, gehst du an den Bahnhof und holst du dieses 9-Euro-Ticket. Da war aber 500 Meter Schlange, zweimal am Block. Habe ich gedacht, die Zeit hast du gar nicht. Gehst ins Internet und kaufst da. Habe ich es im Internet ersteigert für 37,20 Euro. Und dann. Und habe gedacht, holst du noch ein zweites, dass der Platz neben dir frei ist, dass Quicksox neben dir sitzt. Und ja, die Züge waren ja voll wie in Kalkutta, das willst du ja nicht. Aber bevor ich da auf Kaufen gedrückt habe, habe ich noch gemerkt, ich bin ja auch blöd, ich muss das gar nicht kaufen. Ich habe natürliche Ausstrahlung. Wenn ich die Achsel heb, sind rechts und links drei Plätze frei. Es ist, ja. Macher, junger Mann. Noch lachen Sie. Das ist der Duft der unteren 10.000. Das kann ich Ihnen sagen. Das ist die Kraft des neuen Back. Das kennen Sie nicht mehr, oder? Mein Back, dein Back, Back ist für uns alle da. Es ist,
Ich habe noch ein Back der Holmke, das war von 1978, ich war sparsam. Und das ging ja zur Neige, habe ich gedacht, muss ich ein neues kaufen. Dann war ich in Stuttgart im Hauptbahnhof im Backshop. Die waren ganz schlecht sortiert, die hatten nur Brezel. Und dann hab ich gedacht, muss in den Drogeriemarkt. Die hatten aber auch keinen Back. Die hatten nur 16 mal 4. Das ist 8 mal 4 in doppelter Dosis. Und dann habe ich mich da so eingedieselt. Und dann bin ich da im Bus und im Zug unterwegs gewesen. Dann schwätzt mich so ein Schnäpsel an. Maske, Sie müssen eine Maske tragen. Habe ich gesagt, Maske trage, bin ich auf der Bank, will ich Geld abheben. Es ist doch, du verstehst es nicht mehr. Früher durftest du nicht auf die Bank, wenn du eine Maske tragen hast. Heute wirst du nur bedient, wenn du eine trägst. Also man versteht es überhaupt nicht. Oh Gott, ich habe nichts gegen Maske. Ich finde den Maskenzwang, den sollte man beibehalten. Am besten Maske jeden Tag bis rauf zur Stirn. Für 80% wäre das eine optische Aufwertung. Ich gucke sie nur ganz zufällig an. Ich hab kein Problem. Nein, wirklich. Es ist nicht normal. Es war mal. Mein Problem war, ich bin nicht gegen eine Maske, aber ich habe keine dabei gehabt. Aber ich habe meine kleine Vampirette dabei gehabt. Das ist so ein Handstaubsauger, das kennen Sie nachts, so vom Dunkler, Sie kleiner Kobold. Da war so ein Staubsaugerbeutel drin, den habe ich mir vors Gesicht geschnallt. Ich habe ausgesehen wie so ein Schnabeltier. Und dann waren da aber dummerweise so Flumse drin, dann musste ich husten so. Dann kommt die Schnepf und sagt, und wenn sie krank sind, bleiben sie daheim. Ich habe gesagt, bis gerade eben war ich gesund. Es sind Menschen wie Sie, die mich krank machen. Oh, ich war so sauer. Also, weil ich so sauer war, die ganze restliche Fahrt, ich hab nichts mehr geschwätzt. Nein, ich hab die Luft angehalten, ich hab alle Farbe angenommen. Und dann sind wir angekommen in Bad Bläschen an der Lippe. Und es war Hochsommer, es war so heiß. Und ich hab gedacht, Elfried sucht als erstes einen Kurschatten. Deswegen machst doch das ganze Klump. Deswegen gehst du doch zur Kur. Morgens Fango, abends Tango. Ich habe mir die ganze Fahrt überlegt, wen suchst du eigentlich? Wie soll dein Tagesabschnittsbegleiter aussehen? Brauchst du was Jüngeres oder brauchst du was Älteres? Dann habe ich gedacht, was Jüngeres, das suchst du nicht. Nein, wenn du was Jüngeres hast, musst du nur zweimal in der Woche 3 Stunden lang abends Ekstase heucheln. Die Zeit habe ich gar nicht, da kann ich schon das Treppenhaus putzen. Ich suche mir was Älteres, da reicht's, wenn du gut guckst. Das sieht jeder anders. Ich habe Bekannte, die ist zum vierten Mal Witwe, die sagt, mir kommt nichts Älteres mehr ins Haus, sonst komme ich im Friedhof mit dem Gießergehalt hinterher. Ich hab gedacht, ich such mir was Älteres. Vor allem mit Charakter. Das ist wichtig, dass der Mann Charakter hat. Und wie siehst du bei so einem alten Kerl in der Kur der Charakter am schnellsten? In der Bädergymnastik. Da haben sie nur Badehose an, da siehst du der Charakter gleich und weißt, ob es sich lohnt. Meine Damen, das habe ich anfangs immer gedacht. Aber da wusste ich ja nicht, wie so ein alter Kerl aussieht, wenn er so Badhose hat bis runter zum Knie. Wenn er von hinten aussieht wie so ein abgeschossener Fesselballon. Und meine Damen, was soll ich Ihnen sagen? Von Fußpflege hat so ein älterer Kerl kaum was gehört. Klaue, Kralle, Zehennägel wie Chipslette. Oh Gott. Wie soll ich das beschreiben? Herr Strobel, kennen Sie Jurassic Park? Velociraptor.
So ist es. Wenn da drei so alte Kerle im Wasser in der Reihe sind und uns Wasser so wegtrettet und du tauchst unter durch mit eurem Hieb, schlitze dir den Rück auf und du verblutest im warmen Wasser. Die kriegen's gar nicht mit. Oh, es ist nicht mehr normal. Oh Gott. So was verlebst du auf der Kur, das verlebst du nur Samstag, sonst ansonsten in der Singstund. Mann, 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 es ist nicht mehr normal. Yeah. Von mir, da sagt man, ich lieb nur die Kirwoch, doch auf meiner Liste kommt doch was zuvor. Da gibt es etwas, das begehr ich mehr noch. Die Männer bei uns im Laienchor. Wenn es was gibt, was mich hormonell in Wallung bringt, dann wenn ein Tenor mir La Paloma singt. Mann, 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 komm, fang zu singen an. Vielleicht hast du heute Glück bei mir und darfst heute Nacht noch ran um vier. Mann, 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 komm, sing aus voller Brust. Das weg bei mir liegt nur die Waldeslust. Ja! Doch gibt es auch Probleme bei Tenören. Und das nimmt mir oftmals meinen Spaß. Die meisten stehen auf junge, dürre Gören. Drum tröstete ich mich mal mit nem Bass. Denn so ein Bass erzählte mir mal seine Tieffrequenz. Eine Garantie für Maximalpotenz. Mann, 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 komm, fang zu singen an. Vielleicht hast du heute Glück wie Tier und darfst heute Nacht noch ran bei mir. Mann, 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 komm, sing aus voller Brust. Das erweckt bei mir nicht nur die Waldeslust. Ja, wo ist Strophe noch, dann haben wir's. Hatte ich zwei Bässe, Sven und Jochen. Und danach war mir wirklich sonnenklar. Ich hatte mir zu viel davon versprochen, weil das mit der Potenz gelogen war. Nur leider gibt's bei vielen Chören keinen Bariton. Pech für mich, denn all die anderen hatt ich schon. Singen an. Vielleicht hast du heute Glück bis hier und musst heute Nacht nicht dran bei mir. Mann, 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 komm, sing aus voller Brust. Das erweckt bei mir nicht nur die Waldeslust. Das erweckt bei mir nicht nur die Waldeslust. Ja, liebe Närrinnen und Narren, das kann nur eine, das kann nur eine. Unsere Elfriede Schäufele von der Gesellschaft Möbelwagen aus Stuttgart. Hey.